Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hallo meine Damen und Herren, wir reden heute über den Kryptomarkt, über Bitcoin. In den letzten Tagen gab es da Halligalli, kann man schon sagen. Die Kryptobörse FTX ist in extreme Schieflage geraten. Jetzt droht die zeitnahe Insolvenz. Es gab beim Kryptomarkt ein Beben. Bitcoin ist zwischenzeitlich unter 16.000 Dollar gefallen. Und wir reden jetzt mit unserem Krypto-Experten Steffen Hertlein über das, was das Ganze ausgelöst hat, wie es dazu kommen konnte, was bei FTX passiert ist und über die Auswirkungen, über die Folgen dieses Skandals, kann man schon sagen. Steffen, schön, dass du da bist. Genau, danke. Also Sam Bankman-Fried heißt der Mann, der jetzt gerade im Mittelpunkt steht. Der wurde im August noch von Fortune als möglicher Buffett-Nachfolger ins Gespräch gebracht. Der ist, glaube ich, in Rekordzeit zum Multimilliardär geworden, wie vorher wahrscheinlich kein Mensch zuvor oder wie wenige vorher. Und in Rekordzeit hat er jetzt auch sein Vermögen sehr wahrscheinlich verloren. Steffen, erstmal ganz kurz, was genau ist passiert? Gut, von dem, was jetzt schiefgelaufen ist, fangen wir vielleicht mal am Montag an. Da war der Binance-CEO auf Twitter und hat erzählt, dass er vorhat, die Bestände von dem FTT, der Token von der FTX-Kryptobörse, abbauen. Also er wollte den kompletten Bestand verkaufen, laut seiner Aussage über mehrere Monate, weil der Token seiner Meinung nach pleite ist, wie auch er hat eine Parallele gezogen zum Luna-Token, der vor ein paar Monaten einen Totalverlust erlitten hat. Und diese Gerüchte haben schon ausgereicht, dass die Leute auf Twitter, es hat halt eine Verkaufswelle gegeben von diesem FTT. Also Bankrun sozusagen. Richtig, ja. Und dann haben die Leute eben auch angefangen, von der Börse, von der FTX-Börse, ihre Bestände abzuziehen, zu verkaufen. Bis dann klar wurde, dass FTX die Auszahlungen stoppen musste, weil sie Liquiditätsprobleme gelaufen sind. Und dann hat sich über die nächsten Tage das Problem eben weiter verschlimmert, dass dann klar wurde, dass nicht alle Kundengelder, die von FTX eigentlich gehalten werden sollten, auch noch vorhanden sind. Und ja, jetzt sind wir da, dass der FTT-Token im freien Fall war, der Bitcoin irgendwann mitgezogen hat und Ether auch mitgezogen hat. Und die Übernahmepläne, die die Kryptobörse Binance hatte, noch vor kurzem und auch bis Mittwoch war es noch im Gespräch, dass die vielleicht diese Liquiditätsprobleme auffangen können. Dieser Plan wurde jetzt gestern anscheinend begraben. Also die Übernahmepläne sind erstmal vom Tisch und damit stehen viele Nutzer von der FTX-Kryptobörse vor der Frage, ob sie ihr Geld jemals wiedersehen. Okay. Und der Bitcoin verliert heute auch wieder deutlich, über 400 Dollar waren es eben. Was genau hat man denn bei FTX gemacht mit dem Kundengeld? Also es gibt ja diesen Hedgefonds Alameda Research. Genau. Wussten die Leute, dass das Kundengeld dafür Spekulationen benutzt worden ist oder war das wie eine Blackbox? Und sehr unwahrscheinlich, dass die das wussten, weil die Krypto-Wallets, die da benutzt wurden, um die Kryptowährungen hin und her zu transferieren, die sind in der Regel ja nicht öffentlich. Da haben jetzt zwar viele Exchanges nach diesem Skandal angekündigt, ihre Wallets offen zu legen, dass die Leute halt sehen, dass da nichts passiert. Aber anscheinend wurden da Gelder von der FTX-Kryptobörse zu Alameda Research verschoben. Also erstmal Bestände, wo eben auch Kundengelder dabei waren, scheinbar. Und unter anderem war diese Alameda Research betroffen von dem Totalverlust von dem Luna-Token vor ein paar Monaten. Und diese Liquiditätsprobleme, die jetzt bei FTX waren, sollten dann mit den Kundengeldern von FTX eben ein bisschen ausgeglichen werden. Und das hat das Problem eigentlich jetzt
mit hervorgerufen. Hm. Also im Grunde ist es ja wie ein Schneeballsystem. Also jetzt ein einmaliges Schneeballsystem, dass man sich da irgendwie obwohl eigentlich nicht, also es ist nicht so richtig Madoff, der das ja wirklich so genutzt hat, die neuen Einnahmen dann Kundengelder als Rendite für künftige oder für die alten Kunden dann wieder auszuzahlen. Das war ja wirklich so ein System. Also das ist jetzt einfach nur, was heißt nur, das war jetzt so ein Auffangsystem. Verluste erlitten, ja. Kundengelder genutzt, um das dann wieder, um diese Lücken dann zu füllen. Genau. Und okay. Also man könnte aber auch den FTX-Token, diesen FTT-Token, der konnte ja, der kommt ja von FTX. Das heißt, die konnten da auch neue Token schöpfen. Ja. Und bei Alameda Research zum Beispiel gegen Bitcoin beleihen. Also die konnten, ich will jetzt nicht sagen, dass sie quasi Geld gedruckt haben, aber im Prinzip ist es schon inflationär gewesen. Und damit kann man halt dann am Ende auch nicht alles ausgleichen. Diese Lücke, die da entstanden ist über die Monate und Jahre, die ist halt jetzt offenbar geworden. Und dann hat auch Alameda Research versucht, mit dem Verkauf von Beständen diese Liquiditätslücke zu schließen, was dann aber zu weiterem Kursverfall am Kryptomarkt geführt hat, unter anderem bei Solana, weil die halt in großen Stückzahlen dann verkauft haben, um FTX zu retten. Okay, ist es kriminell, was würdest du sagen? Ja, okay. Also für mich klingt es so, wir reden jetzt davon, dass FTX auf den Bahamas sitzt, wobei dort jetzt auch ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde gegen FTX, aber und auch Einfrierungen von Kapital stattgefunden haben. Aber kriminell unter welcher Gerichtsbarkeit? Ja. Also für jemanden, der hier in Deutschland bei FTX gehandelt hat, klar, für den ist es erstmal kriminell, dass er nicht mehr an seine Bestände rankommt. Das ist einfach ungerecht. Mhm. Aber welche rechtlichen Möglichkeiten man da jetzt hat, ja, das bleibt noch offen. Und es ist natürlich auch ein sehr unregulierter Markt. Das will man ja auch, die Kryptoszene will das ja auch gar nicht, dass da irgendwer reinredet. Jetzt ist natürlich der Ruf da, dass sowas in Zukunft verhindert werden soll. Aber wie schätzt du das ein? Wer kann das machen? Wie sind die Chancen, dass wirklich sowas passiert? Weil man wollte es ja eben nicht. Man wollte ja eine Alternativwährung zu Geld. Das nur ganz kurz zum Hintergrund, dass eben vor Inflation zum Beispiel geschützt ist, dass Notenbanken nicht ohne Ende Geld drucken können. Man hat diese Kryptowährungen und die Menge ändert sich ja eben nicht. Also ich denke, es gibt mittlerweile zwei Welten. Es gab natürlich die ursprünglichen Bitcoin-Enthusiasten, die da eine Parallelwelt aufziehen wollten. Ja. Mittlerweile sind ja aber auch viele institutionelle Investoren, die die Bitcoin als, ich sage jetzt mal, digitales Gold sehen, die auch kein Problem mit Regulierung haben, die nicht auf diesen Charakter von Bitcoin, diesen, ich sage jetzt mal, revolutionären Charakter von Bitcoin beharren, sondern die ihn als Investitionsvehikel sehen. Und da ist dann auch die Regulierung kein Problem. Man sieht jetzt Coinbase, ist börsennotiert, ist BaFin reguliert. Da kann es dann auch funktionieren. Aber es gibt halt die großen Börsen, Binance, FTX, wie sie alle heißen, die halt eben auf den Bahamas irgendwo sitzen, wo man dieses Risiko eigentlich ständig mitträgt. Als Nutzer, was einem zwar eine gewisse Freiheit im Handel mit den Kryptowährungen gibt, aber eben auch ein hohes Risiko, wie man es jetzt eben gesehen hat. Ja. Ja, aber wie geht es denn jetzt mit dem Bitcoin weiter? Also du hast es ja auch schon gesagt, es sind viele Institutionelle dabei, es sind viele Privatanleger dabei. Die sehen natürlich jetzt diese Gefahren, nicht nur was bei der Börse passiert ist, sondern auch diese extreme Volatilität, dass der Bitcoin so massiv verliert in kurzer Zeit. Ist das Thema jetzt erstmal durch? Wird der Krypto-Winter, wie man immer sagt, sehr eisig? Also, ich habe mich schon immer von Kursprognosen für den Bitcoin ferngehalten. Wir sind jetzt in der Zeit, dieses Jahr ist schon viel passiert. Wir hatten den Totalausfall von Luna, wir hatten den Fall Celsius, jetzt haben wir FTX. Wir hatten kurz bevor das jetzt passiert ist, eine Erholung über die 20.000-Dollar-Marke beim Bitcoin, die eigentlich erstmal gut ausgesehen hat. Und wir sind jetzt vom Allzeithoch schon, also vor einem Jahr waren wir noch bei knapp, was sieht man, bei knapp 70.000 Dollar. Jetzt sind wir bei, ich glaube, 17.500 waren wir jetzt vorhin.
Wir haben dieses Jahr schon mal eine Analyse gemacht dazu im Aktionär, wie weit wir schon mal gefallen sind. Als wir 2017 sind wir von $20.000. Im tiefsten Tief waren wir bei knapp unter $4.000. Das war ein Verlust von knapp 84%. Wenn wir so weit fallen würden, dann wäre, ich sage jetzt mal, der tiefste Boden, auf den wir gefallen sind seit 2017, wäre bei knapp $11.000. Dass wir so weit fallen, halte ich jetzt noch für unwahrscheinlich. Es ist halt jetzt leider ein Rücksetzer, der wahrscheinlich nicht hätte sein müssen. Langfristig bleibe ich immer noch bullish für den Markt. Es ist halt leider jetzt eine Verkettung von Dingen, die so nicht vorhersagbar waren für die meisten und wo wir jetzt halt durch müssen. Aber dass der Bitcoin sich zum Beispiel heute und eigentlich alles sich heute schon wieder ein bisschen erholt, ist erstmal ein gutes Zeichen, dass es keinen totalen Winter gibt, sondern dass es auch wieder vielleicht in den nächsten Wochen sich bei $20.000 stabilisieren kann. Also dass es immer noch Anleger gibt, die das als Chance dann wahrnehmen. Weil die nächste Chartmarke, wir haben es dann auch nochmal analysiert, ist ja bei 13.800. Da müsste es, da könnte es dann im jetzt zeitnahen Worst Case dann runtergehen. Ja, also auszuschließen ist es natürlich nicht, weil ich denke, das Thema ist jetzt am Montag angestoßen worden, bis das komplette Ausmaß davon erfasst werden kann. Kann natürlich noch viel passieren. Aber ich glaube eigentlich, dass der größte Einfluss von diesem FTX-Versagen jetzt schon eingepreist ist und hoffe natürlich, dass es jetzt nicht den Kollaps weiterer Börsen zur Folge hat, weil jetzt eben viele Börsen, wie gesagt, transparenter werden wollen und auch die Aufsichtsbehörden jetzt natürlich Alarm schlagen und damit zu rechnen ist, dass in den nächsten Wochen da noch viel kommt, viele Untersuchungen. Könnte natürlich sein, dass noch gerade kleinere Börsen dann daran scheitern werden. Ja, ja. Das, aber das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen müssen. Ja. Das Risiko ist natürlich da, dass da jetzt mehr unterm Teppich hervorgekehrt wird, dass es in anderen Börsen ähnlich zuging. Was glaubst du? Aber dann wird es ja nochmal einen Dip geben, oder? Ja, die Frage ist halt, was passiert mit den Börsen, die sich jetzt dem Druck nicht beugen und nicht ihre Wallets offenlegen, sagen vielleicht aus Sicherheitsgründen, ist dann das Vertrauen weg, ziehen dann die Leute dort ihre Liquidität ab, verkaufen die auch, gehen dann vielleicht zu, ich sage jetzt mal sowas wie Coinbase, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, weil auch Coinbase, da gab es auch schon Dinge, die zumindest untersucht wurden. Hat sich zwar jetzt nie irgendwas Größeres eingestellt, aber es ist immer mit einem Risiko verbunden, bei einem Exchange zu handeln. Deswegen raten ja auch viele, keine Bestände bei den Exchanges zu halten, sondern halt dort zu handeln und dann in Eigenverwahrung zu nehmen. Aber auch das Risiko, Kryptowährungen selbst zu verwahren, ist mit einem Totalverlust. Also es ist möglich, auch diese Bestände zu verlieren, weil die Aufbewahrung halt leider nicht immer einfach ist. Okay. Aber zum Abschluss, was glaubst du, muss etwas in der Branche passieren? Oder kann man das aussitzen und hoffen einfach, dass das jetzt alles war, alles Negative und dass sich halt dieses langfristige Alternativdenken bei den Leuten wieder durchsetzt? Ich glaube, ich hätte natürlich gerne, dass es eine einheitliche Lösung für das Problem gibt. Aber meiner Meinung nach kann es das nicht geben, weil der Bitcoin global ist. Nicht nur der Bitcoin, weil Kryptowährungen global sind und weil es keine absehbare globale rechtliche Lösung für die Regulierung von Kryptowährungen gibt. Und selbst wenn es die gäbe, gäbe es immer irgendwo einen Weg, den, ich sag's mal, zu umgehen. Ja, also zum Beispiel bei Binance weiß man ja auch nicht, wo sitzen die. Da ist man sich zwar ziemlich sicher, dass das alles nach rechten Dingen läuft und die sind auch die größten und also von der Marktkapitalisierung ist es die größte Börse. Ich glaube nicht, dass es da eine einheitliche globale Lösung geben kann, sondern dass halt jeder abwägen muss zwischen dem Risiko, zu einer weniger regulierten Börse zu gehen und meistens mehr Kosten bei einer regulierten, aber dafür sichereren Börse. Okay. Ja. Ja. Auf jeden Fall
ist ein sehr spannendes Thema. Kurzfristig könnte sich da nochmal ordentlich was tun. Ja. Wir bleiben am Ball. Steffen, ich danke dir. Gerne. Und Ihnen alles Gute, gute Kurse. Tschüss.